Ach so, und das war sowieso eine ganz absurde Geschichte, weil... Ich bin der Gunter Kopf, ich bin 53 Jahre alt, ich komme aus Karlsruhe, ich spiele in der Band Saltatio Mortis. Wir sind gestartet als eine Band, eine mittelalterliche Marktkapelle, Straßenecke, Straßenmusiker. Und mittlerweile können wir schön eigenständige Konzerte zelebrieren und sind in ganz, ja, im ganzen deutschsprachigen Raum unterwegs. Natürlich habe ich so nicht gestartet. Ich war 31, als Saltatio quasi aus der Taufe gehoben worden ist. Das bedeutet, ich hatte da schon einiges hinter mir. Ich war Comic-Fachhändler. Bis ich mich tatsächlich getraut habe, bei Beruf Musiker hinzuschreiben, das hat eine ganze Weile gedauert, weil ich einfach nie als Musiker angefangen habe. Vor dem Laden war ich auch Student und habe ganz am Anfang mal VWL studiert und Romanistik. Und nach zwei Semestern habe ich dann festgestellt, dass ich mit Mathe nichts am Hut habe. Dann habe ich gedacht, okay, scheiß drauf, ich studiere Geschichte und Archäologie und historische Hilfswissenschaften. Dann war das Ziel, Archivar zu werden. Zwischendurch hatte ich neben dem Comicladen dann auch noch ein Reitsportgeschäft für Sättel und Pferdefutter. Und da dachte ich, oh, Tierarzt, auch ein geiler Beruf. Und da hätte ich gar noch Tiermedizin studiert. Das war dann der nächste Schritt. Aber dann kam der Comicladen dazwischen. Ich glaube, jeder sollte, wenn er so eine Idee hat oder so eine Fantasie oder so einen Herzenswunsch, dann kann man doch mal ein Jahr oder zwei da reinfließen lassen und sich dem hingeben und gucken, ob es nicht fruchtet. Besser als wenn man hinterher sagt, hätte ich es doch versucht. Und das war der Grund, glaube ich, warum Saltatio tatsächlich drohte, erfolgreich zu werden, weil dann auf einmal ganz viel Energie in so ein Projekt fließen kann. Geworden bin ich Musiker, was ich nie, nie, nie für möglich gehalten hätte. Völlig absurd. Also, das hätten, glaube ich, meine Eltern auch nicht gedacht. Das ist jetzt auch ein sehr komplexer Weg, aber es gipfelte darin, dass ich um 1990, 91 ein Mittelalterverein aus der Taufe hob, zusammen mit sehr guten Freunden, und der sich dann die Badischen Schwertspieler nannte. Und mit diesen sind wir dann auf Mittelaltermärkte gefahren. Als allererstes zu Kramerzunft und Kurzweil. Das war für mich eine andere Welt, in die du auf einmal eintauchst. Ganz, ganz großartig. Aber damals war das einfach, da konnte man nicht einfach so ein Kettenhemd kaufen oder einen Helm oder ein Schwert. Oder da war alles, jedes Stück musste man noch viel mehr Gedanken und Inspirationen reinfließen lassen. Ach so, um Gottes Willen. Vielleicht muss ich anders anfangen. Ich hatte eine Begeisterung für Rollenspiele, Tischrollenspiele, also Pen and Paper. Namentlich Midgard, Das Schwarze Auge, D&D, also alles, was ist Paranoia, Call of Cthulhu, alles was, also ihr könnt euch vorstellen, ich habe alles gezockt. Da hilft es natürlich, wenn man Ahnung von Ausrüstung hat, dann findet man irgendwie, befruchtet der Mittelalterverein, das Live-Rollenspiel. Dann hatte ich Kontakte zu einer wirklich tollen Vereinigung, das ist sind die Amerikaner, das ist die Society for Creative Anachronism, die SCA. Dann, ganz wichtig auch hier an dieser Stelle,
der EDFC, Erster Deutsche Fantasy Club, und da eine Untergruppe Follow e.V. Und Follow Fellowship of the Lords of the Lands of Wonder ist ein Literaturverein, der sich auch damit auseinandersetzt, das umzusetzen, eine Welt zu simulieren, dann auch sich Kostüme zu machen in diesen, in den Völkern, die diese Welt bevölkern, Geschichten dazu zu schreiben und die politische Situation durch ein großes Brettspiel, durch das sogenannte ewige Spiel darzustellen. Dinge, die ich damals schon, was weiß ich, 89, 90 angefangen habe, haben dann später dafür gesorgt, dass ich alles, was ich da lernen durfte, in Saltatio kulminieren konnte, also so zusammenbringen konnte. Ahnung von Kostümen, historischer Musik, Tänze. Wir haben die ersten Markttänze auf dem MPS, Mittelalterliche Fantasiespektakel von Gisbert Tiller, saugut, machen dürfen. Wie wenn das alles so eine Vorbereitungsphase gewesen war, um dann später eine Spielmannsband draus zu machen, Spielmannskapelle. Fechten, Auseinandersetzungen mit Waffen und Rüstungen, das Bauen von Rüstungen, das Nähen von Gewändern, das Sticken, das, diese ganze Haptik dabei, die hat mich nie losgelassen. Und jetzt aktuell erlebe ich das mit den Videos, die wir produzieren können, wo dieses Wissen jetzt aktuell weitergetragen wird von Alea, der sehr im Cosplay drin ist und fantastische Kostüme baut. Und ich denke, boah, das ist so wie damals vor 30 Jahren, als ich für mich entdeckt habe, hier eine Nähmaschine ist toll, wir können irgendwie, wir können das alles selber bauen und selber machen und auf einmal Dinge kreieren und erschaffen, Welten erschaffen. Sowohl literarisch, als auch musikalisch, als auch in echt durch die Gewandung und durch die Geschichten, die wir dazu schreiben. Von mir aus den Rollenspielgruppen beim Schwarzen Auge publizieren jetzt aktuell ihre Romane und sind großartige Autoren geworden. Das ist einfach so, ja, wunderbar. Ich finde einfach eine ganz fantastische Geschichte. Ja. Die Begeisterung für historische Musik kam eigentlich daher, dass mein Vater mir eine Schallplatte aus Irland mitgebracht hat. Sie hat eine Saite in mir angeschlagen, wo ich gesagt habe, das ist eine Art von Musik, die mich einfach, die greift mich in der Seele tief an und das möchte ich auch können. Das klingt jetzt sehr, sehr uncool, aber wir hatten so einen Männerflötenkreis und haben uns gemeinsam zum Tin Whistle und Blockflöte spielen getroffen. Okay, das sind die Iren, aber haben wir vielleicht auch so eine geile Tradition, wo man sagen kann, okay, wir haben eine vielleicht über die volkstümliche Musik hinaus eine Musik, die mich genauso anrührt und genauso beschäftigt. Und da war ich dann sehr, sehr einsam auf weiter Flur, weil das habe ich nicht gefunden. Und dann ist man auf einmal bei Renaissance oder Renaissance-Musik oder aber das, was man heutzutage unter Mittelaltermusik versteht. Und dann bin ich zum Karl Riedl nach Tittmoning gefahren auf einen Instrumentalspielkurs. Und dann hatte ich natürlich meinen ersten Kurs mit einem Hümmelchen, das ich dann auch natürlich brauchte unbedingt. Nur um festzustellen, diese Musik, der Gesang ist natürlich dann auch wichtig. Also mit dem Dudelsack kann man nicht singen. Dann wurde es die Drehleier. Und habe meinen damals schon existierenden Mittelalterverein damit gequält, dass ich Drehleier autodidaktisch gelernt habe. Und natürlich ist total toll fand, Schauleier zu spielen auf dem Mittelaltermarkt, ohne es zu können. Boah, ihr wart alle so tapfer, Freunde. Wirklich, wirklich tapfer. Wenn man den ganzen Tag so Lagerleben hat, muss man ja die Zeit rumbringen. Also tanzen wir auch ein bisschen. Da war CD-Player natürlich nichts. Also mussten wir das selber machen, mussten wir die Stücke selber spielen können. Und dazu habe ich noch einen Menschen überredet, der den Fehler gemacht hat, dass er mir erzählt hat, dass er Schlagzeuger in der Schulband war. Der Schlagzeuger, den wir dann bei Saltatio Mortis für 20 Jahre hatten.
Timo Gleichmann, Lasterbike der Lästerliche, mit dem ich auch bei den Bayerischen Schwertspielern Schaukampf gemacht hatte. Und mit dem wir waren ja in Taiwan dann noch gewesen, mit dem Mittelalterverein nach Taiwan zu fliegen, um da die Kaiserkrönung Karls des Großen nachzuspielen. Einmal in Taipei, in einer Filmkulisse eines Eastern-Kung-Fu-Dorfes und dann in Kaohsiung in einem Sportstadion die Kaiserkrönung zu erleben, das war schon außergewöhnlich. Viele der Freunde, die dort damals in Taiwan waren, treffe ich heute immer noch. Und das ist so schön. Das ist so, das schweißt irgendwie zusammen. Ich glaube, das Großartigste, was ich mit den Bayerischen Schwertspielern erlebt hatte, war, da waren wir eines Abends in Frankenstein im Ritterkeller. Und dann hieß es ja, wegen deinem Kontakt zu den amerikanischen Mittelalterleuten kannst du doch bestimmt englische Mittelaltersprache, so ist Shakespeare-Englisch. Sag ich, ja klar, kriegen wir schon hin. Ja, weil du musst es in Englisch moderieren. Und ich so, okay, warum? Weil wir lauter Amerikaner als Gäste haben. Okay, wer ist denn das? Ja, weißt du, da findet ein Star Trek-Con in Mannheim statt. Und da sind die ganzen Schauspieler, die frisch vom Flieger kommen und wir haben gedacht, wir organisieren für die ein Mittelalteressen. Das Ende vom Lied war, dass ich Scotty zum Ritter geschlagen hatte, als alter Star Trek-Nerd, Fan der ersten Stunde sozusagen. Das Großartigste, dass die Schauspieler, die für mich so viel Unterhaltungswert und Lebensfreude bereitet haben, dass ich für die 2 Stunden lang Ritteressen moderieren konnte und die tatsächlich wirklich Freude und Spaß dran hatten. Danach konnte ich kein Mittelaltermahl mehr machen. Meine Reitlehrerin, die hatte eine Feier und meinte, Gunther, da kommt einer mit dem Dudelsack. Und das war der Marc Sattel. Ungemachte Missgestimmte später dann bei Saltatio. Und irgendwann ist man dann tatsächlich mit den Leuten, die man so kennt, also sprich der Schlagzeuger, von dem ich euch erzählt habe, der sagte, ich mache da mit bei diesem Mittelalterzeug, aber du musst mir so eine Trommel besorgen. Weil ich habe keine Ahnung, wo es so eine Trommel gibt. Da wohl, das sind diese großen Trommeln, die so vor dem Bauch geschnallt werden und mit einem großen Schlegel und einem kleinen Stock gespielt werden. Also bin ich nach Frankfurt gefahren, wo ich wusste, dass eine türkische Hochzeit ist, bin da reinmarschiert und habe die Musiker angelabert. Da habe ich gesagt, ich brauche die. Also ich brauche diese, ich brauche so eine Trommel. Und dann habe ich dem die Trommel abgekauft, vor Ort. Und habe dem Timo dann diese Trommel mitgebracht. Und damit hatte ich also... Wir hatten dann 2 Dudelsäcke und eine Trommel. Dann trafen wir durch einen anderen sehr großen Zufall auf der Ronneburg im Jahr 2000 tatsächlich 2 andere Leute und einen Tabla, also Darabuka-Spieler. Natürlich konnte damals jeder die Kramerzunft Markttänze spielen. Und du kannst dann sofort mit jedem zusammen Musik machen. Das ist das Geile an dieser Musikszene der Mittelalter-Spielmanns-Amol-Dudelsack-Spieler. Da haben wir auch einen wilden Barbaren aus Kaiserslautern getroffen, der jetzt Alea der Bescheidene, unser Sänger ist, der auch mit einem Instrument ankam. Witzigerweise, die beiden Sackpfeifer, die wir dann noch getroffen haben, nämlich Domino, also Dom und die Fackel, den Torch, die hatten auch Güttler-Instrumente. Es war klar, wir müssen einfach weiter zusammenarbeiten. Wir müssen eine Band machen, also eine Gruppe machen. Wir müssen mal zum Proben treffen. Und wir haben uns auch irgendwie nett gefunden gegenseitig. Ja, auf jeden Fall gab es damals eine Band, die hieß Wohlgemut. Der Stefano hat uns gesagt, Leute, ihr braucht eine CD. Weil, stellt euch mal vor, wenn ihr irgendwo Straßenmusik macht und es werft euch einer eine Mark rein, oder ein Euro, ist es halt 1 Euro. Wenn er eine CD kauft, sind es 15. Und dann wurden wir nach Schweden eingeladen, nach Visby auf die mittelalterliche Woche. Und wir dachten, okay, wie können wir das irgendwie finanzieren? Also machen wir eine CD. Die verkaufen wir dann da und bezahlen dann die Rechnung für die CD, wenn wir wieder zurückkommen. Und da gab es Szenen, die sind so großartig. Wir sind da in eine Kneipe rein, da hat eine andere deutsche Mittelalterband gespielt.
Und heute sind wir sehr gute Freunde, aber ich sage trotzdem keinen Namen. Und die haben, was macht ihr hier? Das ist unsere Kneipe. Das war so wie so, wie man sich so vorstellt, wie so in der Westernstadt, dass wir nicht auf die Straße gegangen sind und uns duelliert haben mit Colts, war doch alles. Und wir sind dann natürlich weitergezogen, und haben, aber halt, wir hatten die lauteren Instrumente. Dann haben wir gedacht, okay, dann probieren wir einfach mal, wo kann denn die Reise noch hingehen? Vielleicht mal so ein bisschen Elektrobeats drunter zu legen und so weiter. Und wir haben uns das angehört und wir fanden es richtig geil. Nachdem wir ja die Tabernakel schon aufgenommen hatten, haben wir dann das zweite Gesicht aufgenommen. Da dachten wir, dann gucken wir nach dem Label. Napalm Records, das dann später unser Label wurde, die hatten In Extremo abgelehnt. Und haben gesagt, das ist wie dumm. Und haben gesagt, okay, da ist Mittelalter, da sind Dudelzecke, sofort, natürlich. Ich glaube, die wussten gar nicht, was sie sich da einkaufen. So, und dann kam die erste Tour dazu. Geil, das ist ja wie Straßenmusik, nur noch geiler, mit dem Dach drüber und mit Leuten, die halt voll ausflippen und nur deswegen da sind. Du kriegst Essen, was Warmes. Also, war geil. Und dann waren wir auf der Magic of Angels Tour. Und da haben wir dann festgestellt, boah, diese Gitarrenmusik ist schon geiler als so dieses Elektrogedudel. Also haben wir bei der nächsten Platte, die dann natürlich anstand, haben wir gesagt, okay, wir wollen E-Gitarren haben. Und ja, so entstand dann des Königs Henker. Da fing es dann schon an, dass wir uns auf einmal in der Diskussion sahen, die wir nicht haben kommen sehen. Was für eine Art von Musik wollen wir denn machen? Bei der zweiten modernen CD wurden schon Stromgitarren mehr eingesetzt. Bei des Königs Henker war es ganz klar, wir wollten Gitarrenmusik, wir wollten handgemachte Musik machen. Da war die Situation schon so verfahren, dass wir nicht mehr richtig miteinander sprechen konnten. Auf einmal ist man sich nicht mehr klar darüber, wo die Reise hingeht. Da haben uns auf einmal drei Leute verlassen. Ich glaube, jeder Künstler, der in einem Team mal mit anderen Leuten gearbeitet hat und das trennt sich dann irgendwann, weiß, was das heißt. Das ist so, du verlierst sowas wie dein Bruder, Vater, Schwester, besten Freund auf einmal. Aber im Endeffekt sind wir gut auseinandergegangen. Ich finde es total schön, dass immer noch der Alea mit dabei ist, dass der Timo nach wie vor die Band unterstützt, jetzt aus dem Rückraum heraus, als im Management. Es ist völlig okay, dass Saltar zu sich wandelt. Man stellt sich dieses Leben als Musikant oder als jetzt, nenn mal Bühnenkünstler auf dem Markt oder sowas. Man stellt sich das so schön vor, wenn man den Markt erlebt oder wenn man die Konzerte sieht oder, aber wenn man das dann tatsächlich lebt, ist es nochmal mit einer ganz anderen Härte verbunden. Du hast halt keine Familienfeiern. Du bist immer der Freund oder Partner, der nicht da ist, wenn irgendwas Wichtiges passiert. Berechtigte Anfragen der Gefährten kommen und sagen, hey, sei doch mal da für mich. Und du musst sagen, nee, ich habe einen Auftritt. Und dann ist der wichtiger als ich. Nee, aber es ist halt die Existenz, die ich da gegründet habe. Ja, also das ist eine ganz schwierige Geschichte. Man braucht auch die passenden Partner dafür, die das verstehen und tragen. Und die tragen meistens viel mehr als man selber. Alter, oh Gott. Mit Falkland, das ist eine, das war erstmal ein Versuch, ein Experiment von mir. Ich habe da damals Artikel geschrieben für eine Musikzeitschrift. Und habe dann gedacht, okay, wenn die Artikel schon da sind, habe ich die Erlaubnis bekommen, die Artikel weiterverwenden zu dürfen und hatte die dann in meinem Blog. Falkland gibt es immer noch im Netz. Ihr könnt euch das gerne mal angucken. Wenn ich da Kommentare dazu kriege, dann mache ich bestimmt auch irgendwann mal weiter. Ja, da könnte man tatsächlich wieder mal dran gehen, da was zu machen. Ja, Dankeschön. Ich hatte ja erwähnt, dass ich einen Comicladen hatte. Und deswegen war es immer mein Traum, mal einen eigenen Comicband rauszubringen oder eine Comicserie. Da bot es sich an, für ein Album von uns ein Artbook zu machen, als auch ein Comic, weil wir ein
sehr, sehr schönen Zeichner hatten, der das Cover gezeichnet hat. Haben dann einfach mal ein Comicband gemacht. Ich war immer begeisterter Brettspieler. Und das Schwarze Auge ist ein Rollenspiel. War damals ein Rollenspiel von Uli Kiso. Man erzählt sich gegenseitig Geschichten. Man hat Würfel, man erlebt Abenteuer mit, ich weiß nicht, 16, 17. Und haben dann die DSA-Box uns besorgt und haben das zelebriert. Die Maske aufgezogen, wer es nicht kennt, da gab es für den Meister, der musste so eine schwarze Maske tragen und nicht musste, aber das war schon sehr skurril. Aber wir haben das natürlich mit und dann mit Musik und Kerzen und fantastische Zeit, viele Nächte damit zugebracht, Würfel zu rollen und Monster zu jagen. Und Rollenspiele lassen mich nicht los. Wir haben seit damals, also bestimmt seit 30 Jahren, eine Spielrunde und wir treffen uns einmal, wir versuchen einmal die Woche zu spielen. Ich kann jeden Tag aufwachen und sagen, das will ich machen und dann habe ich die Leute und die Begeisterung, das mit allen umsetzen zu können. Und das ist, glaube ich, das Geilste, was man machen kann. Tatsächlich, also ich bin jemand, ich brauche Leute, die das mit mir zusammen machen. Ich bin kein Einzelkämpfer, ich bin ein Team, absoluter Teamplayer. Meine Rolle bei Saltatio war nie so eine Leitwolf-Geschichte, sondern auf das Sozialgefüge zu achten. Das ist für mich ich bin Krebs, ich bin so ein Sozialtierchen. Timo und ich sitzen zusammen und bei mir blubbern 20 Ideen raus und zu 19 sagt er so ein Quatsch. Und zu einer sagt er, das ist geil. Und dann, alles klar. Und das muss man auch erstmal treffen, dass du Leute triffst, die deine Stärken erkennen und die dann auch einsetzen können. Umgekehrt genauso. Ich wusste, damals, als wir Saltatio gegründet haben, ohne einen Sänger wie den Jörg, also Alea, wir brauchen jemanden, der so vorne steht und so am Publikum ist und so ein Charisma hat, das einfach schon fast over the top damals war. Aber wir brauchen so jemanden. Genauso wie ich wusste, ich brauche jemanden wie den Timo, der einen glasklaren Blick auf Strategien und hat. Das ist mega wichtig. Genauso wie du jemanden brauchst, der einfach ultra kreativ ist. Wir haben jetzt Musiker in der Band, die eine Kreativität, also die einfach, wenn sie laufen, verströmen sie schon Noten. Also das ist einfach, ich kann nur sprachlos daneben stehen und sagen, wow, ich bin froh, dass ich euch hab. Timo hat sich dazu entschlossen, die Band sozusagen von der Coachbank aus, also so beim Fußball wäre er jetzt auf der Bank, aber von der Seitenlinie aus zu arbeiten. Aber da wir uns schon so lange kennen, weiß ich, dass es einfach das Richtige ist und dass ich nicht auf ihn verzichten möchte in seiner Expertise und in seiner Weitsicht, die er hat. Und er hat so fantastische Texte rausgehauen, wo ich mir einfach wünsche, dass das einfach noch ewig uns erhalten bleibt. So, wenn man als Mittelaltermusiker mit dem Dudelsack an der Straßenecke anfängt, ist der Weg zu einem politischen Ausdruck weit, sehr, sehr weit. Und bis wir uns das getraut haben, dürfen wir sowas überhaupt? Ist das überhaupt gewollt von den Leuten, die uns hören und mögen? Haben wir da Sendungsbewusstsein? Kann das überhaupt funktionieren? Das sind ganz so nennen wir es mal ökonomische Fragen, die man sich stellen muss. Fiat Lux, da ging es um Kernkraft, Atomkraft. Und wir dachten uns in dem Moment, okay, wir arbeiten da sehr wohl unser 80er-Kinder, Generation X irgendwie, saurer Regen, Atomkraft, nein, danke, Buttons und so weiter. Damit sind wir aufgewachsen. Endzeitapokalypse, die Welt wird untergehen, im Jahr 2000 steht kein Baum mehr. Und der Song ist aufgenommen und ich komme aus dem Studio heim und ich setze mich auf die Couch und ich schalte den Fernseher an und Fukushima passiert. Und deshalb war für mich dann ganz klar,
egal ob ich jetzt der Meinung bin, dass das vielleicht die anderen Leute nicht interessiert, aber wenn es mich beschäftigt und für mich ein Thema ist, dann habe ich Grund zu der Hoffnung, dass es die Leute, die uns auf dem Weg der Band und der Musikalität begleitet haben, dass es für die vielleicht auch eine Rolle spielt irgendwo. Aber ich finde, ja, wir haben eine Verantwortung dazu, Menschen darin zu bestärken, Gutes zu tun. Jetzt ganz im allerweitesten Sinne, gut zueinander zu sein, Acht zu geben auf sich, Acht zu geben auf andere Menschen. Auch wenn sie nicht meiner Meinung sind, finde ich das auch toll, dass sie sich politisch engagieren. Ich bin in meiner Jugend war es nur cool, dann auf Demos zu gehen, wenn du schulfrei hattest deswegen. Ich hatte eine Anzeige aufgegeben, suche Bürokraft im Homeoffice und hatte nicht gesagt, dass es für eine Band ist. Und die Susanne hatte sich darauf gemeldet und hatte natürlich nicht gesagt, dass sie schwerbehindert ist. Und irgendwann habe ich gesagt, ja, würdest dann für eine Rockband arbeiten? Und sie sagt, ja, wenn du jemanden mit Behinderung einstellst. Und dann haben wir beide lachen müssen. Und dann war klar, wir probieren das einfach mal. Wir machen mal ein Probearbeiten und das war so gut, weil wir sehr offen damit umgegangen sind mit dem Problem. Man muss nur dafür sorgen, dass sie mit ihren Handicaps trotzdem wirken können. Und wenn das gegeben ist, dann muss man das fördern und unterstützen. Also ja, Inklusion ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und da bin ich sehr, sehr, sehr hinterher, dass wir das auch weitermachen, weiter hochhalten. Ja, natürlich, oh Gott, Ideen für die Zukunft habe ich mega viele. Aktuell haben wir jetzt gerade ein Video, The Dragonborn Comes, den wir zusammen mit Bethesda, der Videospielfirma, die Skyrim gemacht hat, der Lara Loft. Das war ein sehr spannendes Abenteuer. Und das wieder auch, weil einer kennt den anderen. Der Begriff Netzwerk. Kein Mensch ist eine Insel. Ich glaube, das ist einer meiner wichtigsten Sätze im Leben. Es muss nie einen direkten Nutzen haben. Man weiß nicht, was passiert. Man weiß nicht, was sich aus was ergibt heraus. Ach so, Projekte. Ja, wir brauchen irgendwann einen neuen Proberaum, ein bisschen mehr online wieder zu machen. Ich lese sehr gerne und sei vielleicht mal Buchvorstellungen oder Spielevorstellungen, YouTube, Twitch, wie auch immer, Falkland wieder reaktivieren. Und ja, es gibt so viel zu tun. Und dann, ach Gott, ich möchte meinen Keller renovieren, ich möchte mein Büro umziehen, vielleicht mit 3D-Druck mal beschäftigen, Star Wars Cosplay. Also irgendwelche Instrumente, die ich noch nicht kann. Jedes Ding, was ich anfasse, möchte ich eigentlich gerne spielen können. Schwedischer Folk hat mich mal eine ganze Weile massiv begeistert. Ist es die Geige, die mich fesselt? Dann wird es wieder eine Drehleier? Oder es gibt so viel Sand und keine Förmchen. Ich bin furchtbar glücklich verheiratet. Ich habe die Frau meines Lebens heiraten dürfen, mit der ich tolle Abenteuer erlebt habe. Von Reisen habe ich noch gar nichts erzählt. Also ich reise sehr gerne. Oder wir reisen sehr gerne. Ich habe 3 wundervolle Katzen und mein Leben ist einfach der Hammer. Und ich kann das machen, was ich will. Eigentlich immer. Und das ist jetzt so eine schöne, positive Erfahrung für mich, darüber zu erzählen. Und das jetzt dann auch nochmal für mich zu wahrzunehmen wieder. Großartig. Mein Gunther von morgen oder übermorgen guckt dir dieses Video an und erinnert dich dran, wie gut es dir geht eigentlich, wenn mal wieder irgendwas scheiße ist. Ja.